Hey Leute, Marcel Let's Play hier. Was geht ab, meine Freunde? Und willkommen zurück zu NGL Biathlon. Ich habe mir hier jetzt überlegt, während jetzt hier bei der Vier-Schanzen-Tournee hier jetzt gerade Pause ist nach dem ersten Durchgang, dass ich jetzt noch ein Let's Play mache. Und die Deutschen sind da auch sehr gut dabei, dass sie auch wieder später kommen. Von hier Andreas Wellinger, der hat mal wieder ordentlich einen rausgehauen. So, jetzt so viel dazu. Wir sind jetzt hier bei der Verfolgung. Gerade jetzt nach meinem verpatzten Sprint gilt das jetzt für mich, wieder ein paar Plätze gut zu machen. Weil das war ein weil der 9. Platz oder so waren überhaupt nicht mein Anspruch und sind auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist es, weiter vorne zu sein. Und deshalb muss ich jetzt einiges aufholen. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Am Ende sind wir halt schlauer. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt zum ersten Schießen. Der Fehler war mal wäre sowas von unnötig. Gerade weil die davor mir alle getroffen haben. Also das bringt mich ja einige Plätze nach hinten. Und das ist absolut nicht mein Anspruch. Deshalb möchte ich halt auch ja weiter nach vorne und das habe ich jetzt auch wieder geschafft, dass ich jetzt wieder Achter bin, aber das ist mir immer noch zu wenig. Ja, jetzt kommt ja auch nicht nur aufs Laufen an, das kommt auch aufs Schießen an. Und das war jetzt leider Gottes nicht so gut. Aber schauen wir mal gleich zum zweiten Schießen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich beim Schießen zu hektisch bin. Und das ist auch Fehl halt, wenn man halt so hektisch wird. Und ganz in Ruhe. Ja, das sah doch schon wieder viel, viel besser aus. Bedeutend besser sogar. Auch wenn man jetzt nur ein Plätzchen gut gemacht haben. Aber das dem Schießen kommt ja schließlich auch noch. Also da habe ich jetzt keine Angst. So. Lass sie sich alle Moment verausgaben, die vor mir sind. Ich werde jetzt einen kleinen Gang runterschalten, weil wir müssen ja nicht wir dürfen ja nicht zu überpacen.
Na gut, hier den Anstieg hier hoch, das ist schon sehr, sehr wichtig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Kommt schon ein bisschen das Glimmer jetzt noch. So. Ja, läuft doch. Boah, aber Johannes Kühn mit 0 Federn, das ist bärenstark. Aber guck. Für Jomaier hat auch wieder einen Fehler gemacht. Ich bin mit 0 Federn durchgekommen und das ist jetzt der Lohn, dass ich jetzt vorne bin, aber wir müssen aber schließlich noch mal schießen. Also werden wir jetzt noch uns noch mal so ein bisschen die Kräfte einteilen. Weil es ist ja halt auch wichtig, dass man gleich noch mal mit 0 Federn durchkommt. Gerade im letzten Schießen. Gerade wenn man als Führender zum letzten Schießen kommt. Und das ist doch so knapp. Na gut. Aber ein bisschen, das immer noch so. Das war jetzt sowas von unnötig. Na gut, Gott sei Dank sind die Strafrunden hier kürzer als hier in Real Life. Ja, der ist jetzt auch davon. Guck, ich habe ja gesagt, hier die... Das kommt alles aufs letzte Schießen an. Gerade wenn man als Führer da ist. So, wir versuchen, werden noch ein bisschen aufzuholen. Ach nee, das wird nichts mehr. Oder? Können wir uns hier nochmal ransaugen? Nee, das wird leider nichts mehr. Das war einfach wieder unnötig hier mit den letzten Fehler. Naja, was soll's. Zweiten Platz geholt. Aber kann sein, dass Fillion Maier jetzt... Ne, Moment. Auf jeden Fall nochmal Oberhof. Moment mal, was ist das wieder? Okay, dann haben wir... Da müssen wir jetzt nochmal das... Nein, das ist es auch noch nicht.
Genau, da haben wir das, was ich gesucht habe. Hier für die Staffel. Mal schauen, wie die dann jetzt hier vor meine Kollegen schlagen, weil Staffel, das ist absolut nicht mein Rennen. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Ja, für den Porn, schon mit dem Fehler. Ja. So überragend war das auch noch nicht. Na gut, ein Nachlader kann man mal hinnehmen, aber muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Also wenn wir jetzt gleich... Wenn ich jetzt erstmal das Systemschießen angucken. Ja, guck, das geht doch. Die anderen haben noch Nachlader. Und Russland muss in die Strafrunde, sogar. Ja, aber Norwegen ist, also Terry Bö ist läuferisch ganz klar im Vorteil gegenüber Philipp Horn. So, wer ist jetzt dran? Ach, Johannes Kühn. Naja. Er hat eigentlich ein gutes Rennen gemacht hier bei der Verfolgung, weil der war ja auch lange Zeit vor mir. Aber schon mal uns jetzt mal das Schießen an. Treffer 1, Treffer 2, Treffer 3, Treffer 4 und Treffer 5. Wunderbar. Es hängt aber auch gleich alles an. Geht gleich ans Stehen schießen, aber dann auch, was dann der dritte Läufer macht. Ich denke mal, dass ich wieder mit Benny Doll Schussläufer bin. Ja, jetzt hat Kühn auch einen Fehler. Und einen Nachlader und dann... Ey, du sollst nur einmal nachladen. Ja, das hat mal wieder unnötig Zeit gekostet. Jetzt sind die Franzosen wieder vor uns. Und Russland ist auch ein... nicht weit weg. Ja, Philipp Navrat wieder. Er hat mir also bei dem Spiel ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ja, schauen wir mal. Aber gegen Jacqueline und gegen Johannes Tingis Böhr hat eigentlich keine Chance. Auch wenn er jetzt einen Nachlader machen muss. Ja, schon wieder ein Nachlader. Unnötig, ey. Und Loginov ist
Ey, jetzt immer wieder auf unseren Standardplatz, ey, da hab ich keinen Bock drauf. Ich will auch immer wieder aufs Podium. Wer dem der verpasst, der hier das Stillschießen wie bei der letzten Staffel, dann bin ich am Rad. Ja, das geht doch, das geht doch. So gefällt mir das viel, viel besser. Da geht eventuell auch noch mal was nach vorne. Ja, und jetzt ziehen das Böse nicht weit. Und jetzt komme ich ja. Jetzt ist mein Turn dran. Also, let's go. Wir werden hier das Nötigste versuchen. Ja, ein Überrundeter. Im Real Life würde man jetzt disqualifiziert sein, wenn man überrundet wird. Ich glaube, aber in dem Spiel ist das nicht so. Okay, lass ihn. Oh, Fio Maillé. Ja, so ein nötiger Fehler. Ja, aber trotzdem ist noch alles möglich. Jetzt müssen wir halt also zusehen, dass wir gleich ein vernünftigeres Stehenschießen haben. Und hier, dass wir vielleicht noch ein bisschen näher rankommen können, wenn die anderen gleich straucheln. Na gut, bei Fio Maillé da glaube ich nicht, dass er gleich straucheln wird. So, jetzt müssen wir noch mal alles geben, damit wir zumindest mal auf dem Podium sein gehen. Das war wieder sowas von ärgerlich, ey. Na guck, wir sind aber fertig als Dorle. Das heißt, wir sind jetzt auf dem zweiten Platz.
So, jetzt heißt das Gas geben, Gas geben, Gas geben. Den Platz, den zumindest den zweiten Platz halten. Das wäre jetzt wichtig. Das wäre dann mal wieder ein Teilerfolg hier für das Team, wenn wir mal wieder auf dem Podium sein würden. Das hatten wir ja in den letzten Staffeln so gut wie gar nicht gehabt. Na gut, es wäre mehr drin gewesen, wenn ich hier diese scheiß unnötigen Nachladelader nicht gehabt hätte, aber egal. Zumindest darf man in der Staffel nachladen, das ist schon mal das Gute daran. Okay, dann biegen wir jetzt mal hier in. Na, ich mache jetzt keinen Sprint. Ich lasse es ganz gemächlich beenden, also. Alles gut. Immerhin Platz 2 gemacht. Na gut. Na gut, das dürfte. So, das dürfte jetzt erstmal vorerst gewesen sein. Wenn euch das. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denn und haut rein, Leute. Euer Marcel Let's Play.